Das Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung Umwelt, informiert über die Renaturierungsmaßnahmen am Schutterentlastungskanal. Das fixierte Gewässerbett eines Kanals besitzt einen künstlich geformten Querschnitt. Dieser erzeugt eine monotone Gewässerstruktur mit einheitlichen Strömungsbedingungen. Mit wasserbaulichen Maßnahmen wird nun versucht, das künstliche Gewässer so umzugestalten, dass sich an verschiedenen Stellen eine naturnahe Eigendynamik einstellt und unterschiedliche Strömungsverhältnisse entstehen. Durch den Einbau von formbildend Block- oder Störsteingruppen als wechselseitige Strömungslenker wird die Strukturvielfalt erhöht. Die bisher geradlinige Strömung entwickelt dadurch einen naturnahen, pendelnden Verlauf. Es entstehen dabei auch vielfältige Strukturen wie Sandbänke, Kiesbänke und Kolke. Diese können Fischen und anderen Tieren neuen Lebensraum bieten. Die unterschiedlichen Strömungsgeschwindigkeiten und großen Oberflächen erhöhen auch die Selbstreinigungskräfte des Gewässers. Das sogenannte In-Stream River Draining, wörtlich übersetzt Flussbau im Stromstrich, ist eine kostengünstige und nutzenbringende Lenkung der Strömungskräfte, auch im Schutterentlastungskanal.